Hey und herzlich willkommen bei der Nose Rosie. Ich bin Mia. Wir haben heute keinen Sonntag, sondern Montag. Ich werde heute auch nichts zu dem Wochenthema posten, sondern wie ihr vielleicht wisst, hat die Hanna letzte Woche Montag ein Video gepostet über die Veränderungen im Team. Oder welche Veränderungen anstehen könnten, wo wir uns ja noch im Team drüber abgesprochen haben und abgestimmt haben. Ja, und ich bin jetzt die gute Fee, die also die Veränderungen ankündigt. Ja, da hatten wir das Thema so eine Flirt-Page irgendwie. Da haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden, aufgrund, weil es doch recht viele Pädophile und so gibt. Und da wir auch sehr viele Zuschauerinnen unter 18 haben und das da mit der Gesetzeslage ein bisschen schwierig ist, haben wir erstmal abgestimmt, dass wir das jetzt nicht machen. Vielleicht, wenn die Idee besser und weiter ausgebaut ist, dass wir das dann vielleicht nochmal im Team ansprechen und nochmal darüber abstimmen werden. Also es wird keine Flirtline-Page, wie auch immer, geben. Genau, innerhalb vom Team wird es so sein, dass wenn jemand einen neuen Vorschlag bringt, wir im Team innerhalb einer Woche darüber abstimmen. Wer sich innerhalb dieser Woche nicht dazu äußert, hat leider Pech gehabt, ist aber so. Aus dem Grund, damit wir nicht so lange warten müssen, ihr nicht so lange warten müsst und sich das wieder total in die Länge zieht, haben wir jetzt eine Deadline gesetzt von einer Woche. Genau. Dann möchten wir euch ein bisschen mehr mit einbeziehen, und zwar in die Themenwahl. Der Sven wird im 3 Wochen Abstand auf Facebook, Achtung nur Facebook, immer so eine Abstimmung laufen lassen auf unserer Facebook-Seite, wo 3 Themen zur Auswahl stehen. Das erste, das was am meisten Stimmen hat, wird das erste Thema, das mit den zweitmeisten Stimmen das zweite Thema und das mit den am wenigsten Stimmen das dritte Thema und dann gibt es wieder 3 neue Themen. Genau, das dazu. Dann haben wir uns auch überlegt, dass wir wieder mehr Aktionen starten möchten. Wie, also vielleicht erinnert sich die ein oder andere daran, die Hanna hat mal so eine Plakataktion ins Leben gerufen. Ja, solche Aktionen möchten wir ja so in die Art wieder starten und euch damit einbeziehen und vielleicht ein paar Sachen verschenken, also ja, was heißt verschenken, verlosen. Und ja, da seid gespannt, was wir uns einfallen lassen oder vielleicht auch ihr, wenn ihr einen Vorschlag habt für eine Aktion, nur her damit. Genau, dann zum Thema Forum. Unser Forum, da haben wir uns jetzt auch entschieden, dass das Forum nur für euch Zuschauer ist. Ihr euch da untereinander austauschen könnt und ja, so ein bisschen schreiben könnt, aber wir jetzt nichts mehr im Forum machen. Deswegen bitte auch im Forum keine Themenvorschläge mehr posten, sondern das nur noch bei Facebook. In einer privaten Nachricht an uns mit dem Betreff Themenvorschlag. Genau. Ja, dann haben wir uns im Team darüber geeinigt, dass es einmal im Monat eine Skype-Konferenz geben wird, es aber keine Anwesenheitspflicht besteht. Das heißt, wer kann, wer nicht kann, der kann nicht. Wir haben alle noch ein Leben. Neben Nosy Rosie, unser
wahres Leben. Oder nein, unser halt einfach auch noch unser Privatleben. Und da kann man sich leider nicht immer nach den Nosy Rosy richten. Und ja, also wer einfach kann, der kann. Wer nicht kann, kann nicht. Wir führen darüber aber auch ein Protokoll, was für Punkte wir alles angesprochen haben. Und das bekommt dann jeder von uns im Team. Genau. Und habe ich das jetzt schon angesprochen? Nein. Genau. Doch, ich glaube, ich habe das schon angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ich sage es einfach nochmal. Genau. Diese Abstimmung läuft nur auf Facebook. Ich hatte das schon. Genau. Ja, das war es zu den Veränderungen bei uns im Team und allgemein. Ja. Wir sehen uns am Sonntag wieder zu meiner gewohnten Sendezeit und nicht Montag. Genau. Ja, dann habt jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns Ende der Woche. Lasst den Kopf nicht hängen, steckt ihn nicht in den Sand. Denkt dran, ich muss auch um 5 aufstehen. Ich muss jeden Morgen um 5 aufstehen. Und ja, denkt dabei einfach an mich. Mir geht's genauso, ich muss auch aufstehen. Und ich finde es auch nicht toll. Genau, dann habt jetzt noch einen schönen Abend und noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Und dann will ich was von eurem Wochenende hören, wie das war. Also, auf und ab geht's. Die Mia. Bis dann. Okay, nochmal.